damit ein herzliches Willkommen zurück zu Grim Tales 2 Das Vermächtnis. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen so rumgesucht in das Schlafzimmer von Lord Craig Rail und haben jetzt das Zimmertürchen vom lieben Brandon aufgemacht, wo ich mir echt gedacht habe, ganz ehrlich, wenn dir mit dem Baby mal was ist, wenn es mal volle Windeln hat, wenn es mal vom Bettkastel runtergefallen ist, da müssen die Eltern erstmal so ein kompliziertes Rätsel machen, um da reinzukommen. Ohne Witz. Ich würde die Tür einschlagen, ohne Scheiß. Aber jetzt mal ins Kinderzimmer. Okay, sieht noch alles harmlos aus, aber ich hätte voll Schiss, ganz ehrlich, wenn ich das Kind wäre. Wäre so finstere drei Bilder, hier düsteres Licht, verdreckte Fenster. Ja, das wäre nicht so prickelnd. Ich glaube, das hier passt hier rein. So, ich muss mal ganz kurz ins Menü wieder. Die Musik ein bisschen leiser machen. So, dann schauen wir mal hier hin. Was haben wir da? Ich hasse Puppen. Der Holzriegel versperrt mir den Eingang. Okay. War auch immer die ins Puppenhaus will. Ich glaube, diese Strichmännchen entsprechen einer Reihe von Fotos. Plus die Monster Energy Werbung wieder hier. Mal schauen, was haben wir da? Der Voice-Werbe sieht mich wie ein mit Kinderaugen an. Okay. Und irgendwer schnauft mir ins Ohr gerade. Als Voice-Werbe sollte das vielleicht ein Witz sein. Vor allem schnurrt der wie eine Katze. Okay. Jetzt müssen wir nur schauen, wie kommen jetzt wir hier weiter. Können wir hier irgendwas aufheben? Irgendwas anklicken? Hier drin ist ja nichts, oder? So, dann können wir hier wieder raus. Wir haben jetzt hier eine Leiter, Lösungsmittel. Ah, ein Moment. Wir können... Moment, leider gibt es keine Schnellreise in diesem Spiel. Ist zwar ein bisschen mega schade, aber ich glaube, ich weiß wohin. Da, in der ersten Folge konnten wir ja da nicht drauf. Jawohl. Okay, da ist ein Eichhörnchen. Kein B-Hörnchen. Nehmen wir es doch einfach mal... ja. Nehmen wir es einfach mal Micha. Micha das Eichhörnchen. Und ich schätze mal mit dem hier... Können wir das Gesicht hier mitnehmen? Tschüss, Micha. Wir wollen hier nicht stören. Ich meine, hallo, es regnet, es ist dunkel. Da will der in Ruhe essen und dann schlafen, denke ich mal. So, dann müssen wir wieder ins Kinderzimmer. Okay, sag mal, allgemein ist es ja schon schön, wenn jetzt nicht die ganzen Spinnenweben und die Wölfe wären. Okay, nächstes Minispiel. Platziere die Emotionen passend zu den Szenen in den Bildern. Okay, wenn ich jetzt die wäre, hätte ich wahrscheinlich Panik. Und die schaut wütend aus. Dann denke ich mal wütend. Okay. Der ist wahrscheinlich enttäuscht und er ist freudig. Gut. Ihm ist es wahrscheinlich gleichgültig. Und er ärgert sich wahrscheinlich. Gut. Sie hat wahrscheinlich Angst und ihr ist es gleichgültig. Hä? Okay, gleichgültig. So war das. Ängstlich und gleichgültig. Und die beiden sind wahrscheinlich zornig. Und da mal den Schlüssel. Und irgendwo kommt ein Bild rein. I don't have time to tell you everything right now.
You have to help me reverse the tragedy that happened in this house. Ich habe jetzt keine Zeit, dir alles zu erklären. Hilf mir bitte, die Tragödie wieder gut zu machen, die sich in diesem Haus ereignet hat. Please believe me. Replace the old photo missing from the album. It will serve as a door to Louise's memories. Du musst mir vertrauen. Ersetze das alte Foto, das in dem Album fehlt. Damit erhältst du Zugang zu Louises Erinnerung. Your sister's memories will shed light on what happened here. Die Erinnerungen deiner Schwester werden dir zeigen, was hier geschehen ist. I hope you can reverse this tragedy. Ich hoffe, du kannst dieses Unglück abwenden. Okay, die Stimme war jetzt ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Ohrenschlag bekommen. Ich mach mal hier so. Weil das war jetzt bei mir, meinen Ohren, glaube ich, zum Beispiel ziemlich laut. Da bin ich wieder. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wozu könnte jetzt dieser Schlüssel sein? Ich glaube hierfür und hierfür nicht. Fehlt dir hier irgendwo ein Schlüssel? Ich glaube hierfür. Jawohl. Und schon wieder ein Wimmelbild in der dritten Folge. Ja, jetzt kann ich mal die Folgenzahlen merken. So. Eine Kaffeemühle. Ach da. Da ganz im Braun. Das war schon mies versteckt jetzt gerade. Dann ein Foto. Posaune. Ist wahrscheinlich das hier. Das Flugzeug ist da hinten. Die Maus ist hier, obwohl es ausschaut wie der Ratte. Eine Matruschka ist hier. Einen Moment mal. Wenn es mit Werwölfen angefangen hat, wieso haben sie sich dann nicht verteidigt mit Maschinengewehr? Hier steht ein altes MG. Hm, okay. Eine Birne. Auf jeden Fall keine Glühbirne. Ne, eine normale Birne. Ein Schlitten. Fähnchen habe ich hier gesehen. Ananas hier. Wo ist die Krawatte? Warum da 75 Meter steht, weiß ich auch nicht. Ich finde es immer so schön designt, die ganzen Wimmelbilder. Also nicht, dass ich jetzt hier, ich weiß, ich habe sie hier oben schon gefunden, die Krawatte. Aber schaut euch das Ganze mal an. Eine E-Gitarre und Filme und Maschinengewehr, Kinderwagen. Hier ein paar Bücher, da ein paar Schuhe. Da ein Pferdchen. Ein Keks in Glas, warum auch immer. Und ich denke mal, eine größere Wahrscheinlichkeit ist, dass, ihr müsst euch wie gesagt vorstellen, das hier alles, das ist gezeichnet. Es ist nicht computeranimiert reingesetzt und hast du nicht gesehen, das ist alles gezeichnet. Ja, okay, schauen wir mal weiter. Ja, ein Foto. Das Foto müssen wir im Schlafzimmer reinsetzen. Wie gesagt, ich finde es irgendwie komisch, dass sie bei den Anfängen von Grimtest keine Schnellreisemöglichkeit gemacht haben, aber bei älteren Teilen dann schon. Okay, da müssen wir jetzt mal ganz kurz rüberwandern zum Kinderzimmer nochmal, bevor wir das Rätsel machen. Weil ihr könnt euch erinnern, der liebe Brandon hat da was hingezeichnet. Okay, merken wir uns mal die erste Reihe. Da steht er, da küssen sie sich, da hockt sie bei dem Baum. Also, da steht er, da küssen sie sich. Und ich schätze mal, das kommt dann dahin. Dann glaube ich, haben wir den Strahlemax schon mal hier schon gesehen. So, jetzt schauen wir nochmal hin zum Kinderzimmer.
Also ich habe jetzt das, das, das und das gemacht. Dann kommt hier der Lord Craycray hin, hier... also ich glaube, wir müssen nochmal vertauschen, wir müssen die beiden nochmal vertauschen. Und da macht ihr hier einen Heiratsantrag und da hockt sie auf die Schaukel. Okay, schauen wir mal, ob wir es auf einen Schlag jetzt hinkriegen. Also da hockt sie auf die Schaukel. Da ist er. Da ist er. Jetzt glaube ich, müssen wir noch die beiden vertauschen. Jawohl. So. Da schwebt er schon wieder. You're a smart one, aren't you? You found the photograph. It's the key to the first memory. Du bist ziemlich clever, nicht wahr? Du hast das Foto gefunden. Das ist der Schlüssel zur ersten Erinnerung. Place the photo in the album. It will trigger Louise's memory. Setze das Foto in das Album ein. Dadurch löst du die Louises Erinnerung. I believe you will undo the damage done in this family. Ich glaube, du kannst das Unheil bannen, das diese Familie heimgesucht hat. Okay. Dann setzen wir mal das Bild ein. Ich wollte auch ein bisschen Effekte mit... Eyo, es regnet. Ich habe keinen Regenschirm. Oh. Okay, wahrscheinlich ist unser Ziel jetzt da, das Tor runter zu machen. Da ist ein Blatt. Und hier ist wieder das nächste Wimmelbild. Ich hoffe, ich bin noch deutlich zu hören, Freunde. Ich denke mal. Wir brauchen jetzt eine Sicherheitsnadel. Die ist hier. Eine Pistole. Jetzt kommt es wieder. Feder. Sprungfeder. Ich hab's ja mal gesagt in der zweiten Folge. Es ist immer so hinterdrückst bei den Wimmelbildspielen, dass du hörst, du siehst den Begriff Feder. Also ich habe bis jetzt noch nicht wirklich ein Wimmelbild gesehen, wo in der Liste steht Vogelfeder. Da steht bloß Feder. Also es war jetzt die Sprungfeder, es hätte jetzt die Vogelfeder sein können, es hätte der Schriftzugfeder sein können, das Symbolfeder. Immer heimtückisch. Hier ist die Kamera. Die Waage ist hier. Die Sonnenbrille von Alucard aus Helsing ist hier. Gänseblümchen oder Blume ist hier. Gummistempel ist hier oben. Spielzeugsoldat steht hier im Wasser. Eine Granate. Granatei. Was ist das für eine Mittelalterschere? Könnte locker aus Skyrim sein. Und ein Geldbeutel, der da oben ist. Gut gemacht. Vielleicht ist dies noch nützlich. Da steht Sicherheitsnadel und es schaut aus wie ein Dietrich. Alles klar. Was haben wir hier? Okay, da brauchen wir eine Fledermaus-Symbole. Da steht schon Plus und Minus. Also wird das ein Mathematikrätsel sein. Boah, das ist schon wieder angenehmer. Falls ihr, also ich habe es jetzt in meiner Aufnahme, falls ihr so ein leises, so ganz dezentes Geräusch hört, das ist leider mein Rechner. Und das Geräusch kann ich leider nicht irgendwie wegmachen. Aber ich hoffe mal, es ist nicht so störend. Jetzt, wo ich es gesagt habe, habe ich wahrscheinlich euch darauf aufmerksam gemacht. Aber... Seid so freundlich und drückt beide Augen zu. Wie gesagt, ich kann das Geräusch nicht komplett wegmachen. Ich glaube, hier brauche ich mal sogar diesen Dietrich. Jawohl. Dann bekommen wir eine Angel. Ein Stück Buntglas. Und hier brauchen wir wieder ein Amulett. Okay. Sonst können wir hier nichts mehr machen. Also weiter geht's. Ah, da habe ich schon eine Idee, was ich da machen muss.
Habe ich schon mal den anderen Wimmelbild machen müssen. Und somit ist die Tür offen. Der Wind ist unglaublich. Er hat den Spiegel heruntergeworfen. Der Wind, das himmlische Kind. Nehmen wir mal die Glasscherbe gleich mit. Scherben bringen ja für gewöhnlich Glück. Oder auch nicht. Der einzige Weg hinein ist zu bohren. Ja, da puppelt doch mal mit dem Finger da rein. Da. Oh. Okay, an das kann ich mich noch erinnern, an dem Spiel. Freunde, seid mir aber nicht böse, wenn ich dieses Minispiel, wenn ich es machen kann, überspringe. Ich habe es damals im Livestream gehasst und privat habe ich es auch gehasst. Sorry, wenn ich das überspringen tue. Dann entschuldige ich mich jetzt für, dafür könnt ihr mich jetzt schon kloppen. Was haben wir hier? Ich benötige so etwas wie ein Brechessen, oder um den Ziegel zu zerschlagen. Haben wir sowas? Ja, Hammer. Tuck, tuck, tuck. Das Fenster zum Studio ist recht nah, noch nicht nah genug. Okay, da brauchen wir irgendwelche Bretter. So, schauen wir mal. Ich schätze mal, ich habe eh das letzte Teil gefunden. Wie gesagt, ich werde es versuchen. Ja, ich werde die... Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, nee, dieses Wimmelbild mache ich nicht, weil ich es nicht leiden kann. Ich versuche es einfach mal. Und wenn ich merke, dass es mir zu lange dauert oder ich mich kurz davor bin, mich aufzuregen, werde ich es überspringen. Weil das ist einer der echt nervigsten Rätsel in diesem Spiel. So, wir müssen quasi das Buntglasfenster wieder vollständig machen. Aber wie ihr seht, wird das gar nicht so leicht sein. Weil wir müssen ja auch die Ecken hier beaufsichtigen hier. Dass sie sich da auch richtig reinsetzen. Aber wie gesagt, Freunde, sorry. Das Minispiel überspringe ich. Wie gesagt, haut mich dafür. Schreibt mir in den Kommentaren, das hättest du lösen können. Das war einfach, Holy. Oder so. Aber sorry. Weil das... tue ich mir bestimmt nicht noch mal an. Nicht noch mal an. Oh, bist du süß. Wo Vögel liegen, ihren Äste mit allem möglichen aus. Ich sollte diesen Vögelein füttern. Die Steine hier sehen lose aus. Brecheisen hat sie weggeworfen. Mit dem Hammer geht's wahrscheinlich nicht. Nö. Okay, hier haben wir einen Bohrer. Das Sägeblatt fehlt. Okay, was haben wir hier? Ich könnte mich an etwas schneiden. Ich sollte zuerst die Sägespäne wegblasen. Geht nicht. Okay, da fehlt auch was. Urplötzlich ist leise, obwohl wir noch draußen stehen. Okay. Ach ja, das eine Fass stimmt ja. Da hat sie gesagt, wir sollen ja da bohren. Dann bohren wir mal auf. Und da ist das Sägeblatt drin. Okay. Und da werden wir jetzt noch daran sägen, Freunde. Haben wir die beiden und gehe jetzt nochmal zurück zum Turm. Und dann können wir wahrscheinlich hier die Bretter hinlegen. Gut. Echt schicke Studio. Zum Frühstücken hat man auch hier schon was. Ist wirklich nicht schlecht. Aber wir sind jetzt wieder am Ende unserer Folge.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein ordentliches Feedback da. Und wenn ihr keins meiner Formate mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Ist aber kein Muss. Also haltet die Ohren steif. Ich bin euer Hoi Diver. Das war Crimtes 2, das Vermächtnis, Folge 3. Bis denn. Cheerio.